Tal? Warte mal, warte mal, warte mal. Du bist immer noch nicht fertig, Lauthagen. Wir waren noch nicht fertig. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Lauthagen! Renn doch nicht weg, wir waren noch nicht fertig. Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Na, neuer Bogen am Start? Ja, aber den weihen wir auch gleich ein. Auf dem Weg zu Xardas treffen wir Lester. Der hat aber leider keine guten Neuigkeiten. Mist. Okay, also nochmal links. Okay, rechts, 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 links. Rechts, 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 links. Rechts, links, rechts, links. Rechts, rechts, links, links, links. Rechts. Mist. Rechts, 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 links. Rechts, 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 links. Rechts, links, rechts, links, rechts, rechts. Eins, zwei, dreimal links. Eins, zweimal rechts. Und jetzt links. Jawohl. So, Fingers, du alter Bree. Geknackt haben wir das Schloss. Und jetzt haben wir da keinen Blutkelch. Okay. Geschicklichkeitstrank. Ja, damit. Sehr nice. Haben wir, aber das war wirklich die bisher, wirklich die schwerste Kiste, die wir bisher je getrunken haben. Getrunken. Was macht denn das Spezialbier? Das trinken wir jetzt einfach mal, Leute. Das will ich jetzt wissen, was das macht. Nischt. Lass mal sein. Bringt nischt. Heben wir uns auf. Vielleicht will es jemand anders irgendwann mal haben. Okay, 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 okay. So, jetzt haben wir Finkers Kiste geklaut. Jetzt können aufgeknackt. Jetzt können wir da drüben Bescheid sagen, dass dies überhaupt nicht so schwer war, wie die alle denken immer. Ja, alle, was haben die alle? Kann man von Schlösserknacken haben die gar kein Verständnis für, wa? Was ist denn da? Bin ich da hergekommen vorhin? Hat super funktioniert, hat das, ne? Leute, ich bin auch sehr stolz darauf, dass wir es hingekriegt haben. Jetzt können wir noch Ramirez beklauen. Sieh an, du beherrschst das Zeichen. Ich bin beeindruckt. Hast du einen Job für mich? Es gibt da schon eine Sache, die ich gerne haben würde, aber bisher habe ich es noch nicht gefunden. Was kann ich dir besorgen? Einen Sextanten. Bring mir einen Sextanten. Dafür zahle ich dir einen guten Preis. Da müssen wir welche. Ach nein, die habe ich verkauft, oder? Wo lohnt es sich einzusteigen? Im oberen Viertel natürlich. Aber wenn du da oben irgendwo einsteigen willst, warte, bis es Nacht ist. Dann schlafen alle, bis auf die Stadtwachen. Die patrouillieren nachts. Einen von ihnen kenne ich, Wambo. Er ist der Einzige, der Interesse an Gold hat. Er ist teuer, aber wenn du ihn einmal bezahlt hast, brauchst du dir um ihn keine Gedanken mehr zu machen. Ja, die haben es nicht hingekriegt, ne? Das sind schlechte Diebe. Okay, der will einen Sextanten haben und ich habe alle Sextanten verkauft. So, jetzt haben wir auch den Boss beklaut. Okay, naja, Sextanten werden wir schon irgendwo, irgendwie, irgendwann mal. Den Sextanten? Ja, ärgerlich, ne? Ach, ich hatte mehrere schon. Irgendwo, ich glaube, die hat alle, Bosspa hat die, glaube ich, alle. Jetzt sitzt er da. Ich habe die Truhe geknackt. Das gibt's nicht. Sieht so aus, als hätten wir einen neuen Meister im Schlösserknacken. Ich gratuliere zu dieser Meisterleistung. Leute, heute haben wir richtig krass geil hier in Corinnes Sachen erlebt, ne? Also Leute, ich bin richtig Taschendieb-Profi jetzt. Jetzt kommen wir im Hotel raus, habt ihr gesagt, ja? Das ist also quasi hier. Heißt das also, dass die Bescheid weiß? Oder was ist das? Ja, mit den Sextanten. Ja, da muss ich mir Gedanken... Oh, ach, die Tür ist das. Mach doch die Tür wieder zu, du Idiot. Sieh an. Wo kommst du denn her, hm? Ich weiß. Du brauchst mir nichts zu sagen. Ich weiß alles. Lass dir bloß nicht einfallen, hier was zu klauen, klar? Wir können es uns nicht leisten, Aufmerksamkeit auf das Hotel zu ziehen. Okay, Hannah, aber ich habe ja schon hier geklaut. Der macht die Tür nicht zu, ne? Mach die Tür zu. So. Ergeht folgender Erlass. Die
Drachen, die das Land bedrohten. Das ist ja schön. Da unten kann man auch Sachen klauen, aber hier ist erstmal sonst nichts. Ehrlich, ich hab's selbst erlebt. So, jetzt gehen wir mal runter ans Haupttor. Und dann müssen wir zu Lothagen, meine Damen und Herren. Ach, erzähl mir nicht sowas. Aber am Haupttor habe ich eigentlich den Trank schon getrunken? Soll ich mich denn noch alles kümmern? Genau. Alles, ich will nämlich mal in den Turmschlüssel rein. Und wir müssen ins obere Viertel. Ach, erzähl mir nicht sowas. Wir müssen ins obere Viertel. Achso, warte mal. War nicht. Mann, sieht das anders. Baltram war doch auch in. Warte mal. Nee. Welcher war denn das, der auch ein Dieb war? Das ist doch kein Geheimnis mehr. Ich muss weiter. Es ist wirklich, also ich muss euch wirklich sagen, es macht wirklich Spaß. Ich glaube, viele junge Leute heute, die so mit Fortnite oder mit solchen oder mit Apex, was auch immer, aufwachsen, haben gar nicht mehr, also müssten mal so ein Spiel spielen, die glauben einem immer gar nicht. Wenn man sagt, Leute, das macht Spaß, die glauben einem das gar nicht. Geht doch. Und das macht einfach so Laune. Ich habe gehört, dass wenn man das Spiel hier mag, dann mag man auch Kingdom Come Deliverance. Habe ich noch gar nicht probiert, das Spiel. Soll auch sehr viel Spaß machen und soll dem quasi sehr ähnlich sein. So, hier waren wir schon, da haben wir alles abgeklärt. Ingos verlieh ihm einen Teil seiner göttlichen. Jetzt gucken wir mal in die. Auf das er dem Wirken Belias. Warte mal, nee, wir sind hier richtig, ne? Gehen hier vor. Und Belia sprach. Ja, ich weiß gar nicht tatsächlich, ob das unbedingt nur Geduld ist, was man da braucht. Man muss. Ich weiß es gar nicht, ne? Geduld habe ich eigentlich nämlich auch nicht. Bin ich überhaupt kein Typ für. Aber das ist hier auch. Ich hab was anderes. Das gehört. Ist auch so dieses. Das Verfolgen einer Story, wisst ihr, das ist ja. Habe ich kommen sehen. Wie, als würde man ein Buch lesen, ne? Ja! Wir haben es aufgeknackt. Und manche wollen, lesen eben zuerst das Ende des Buches, ne? Weil sie den weil der Anfang. Weiß ich nicht. Die wollen nicht das ganze Buch. Ich kann es nicht so richtig beschreiben. Ich habe so einiges gehört. Ja. Ich hätte das anders gemacht. So ist das. Mein Sohn ist 12. Und ich mache das so, ich habe hier Gothic 2, die Arculus Mod, die habe ich als Koop-Version zum Laufen gebracht. Krieg ich das nicht auf. Und diese Koop-Version, genau, und diese Koop-Version werde ich mit meinem Sohn zusammenspielen. Da werde ich mit meinem 12-jährigen Sohn zusammen Gothic 2 spielen und der wird das am Anfang gar nicht verstehen. Aber ich denke, wenn man da so ein bisschen reingespielt hat, wird der auch den Spaß daran verstehen. So, wie kriegen wir jetzt die Sextanten noch? Wir haben ja gesagt, schlafen in der Nacht solch rein. Nicht, du hast das nicht. Nee, das kluges Kerlchen. Wir gehen mal nach. Ich gehe mal zu Hagen hoch, so Lord Hagen. Und dann soll er mir sagen, wo ich hingehen soll. Und dann muss der mir Pfeile verkaufen. Oder Pfeile verkauft mir vielleicht Bossbar. Oh, Gold haben wir, Leute. 2000 Gold. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Also erstmal von Bossbar noch ein paar Pfeile mitnehmen. Das hat er doch vorher gewusst. Den guten Bogen haben wir ja. Wobei es so. Das ist eigentlich so dumm, ne? Guck mal. Wir haben den Bogen hier. Wo ist er denn jetzt hier? Das ist doch alles nur geredet. Den Eichenbogen. Der hat Geschick 140, braucht der. Mittlerweile habe ich aber ein Geschick von 151. Was heißt würde, dass ich sogar schon wieder den nächsten Bogen kaufen könnte? Guck mal. Ich habe mir das schon. Wo ist denn das jetzt hier? Zeig mir deine Ware. Wir haben ja sogar die Möglichkeit jetzt, ich habe 150. Meine Meinung will ja keiner hören. Hier, wir könnten den Kriegsbogen kaufen, der jetzt nochmal 10 mehr Schaden macht. Mit 1500. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Nee, PlayStation 5 ist das nicht. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir machen das. Ich kaufe jetzt den Kriegsbogen. Es war genauso wie. Dann lege ich den an. Das ist doch alles nur Gerede. Das stimmt auch. Das höre ich zum ersten Mal. Jetzt habe ich einen Kriegsbogen, dann werde ich eben den Eichenbogen zurückverkaufen. Da habe ich jetzt natürlich richtig dolle Minus gemacht, ne? Aber dann ist das eben mal so. Warum er sich so aufhält. Zeig mir das. So, jetzt können wir dem erstmal den Eichenbogen. Guck mal, für ein Zehntel des Kaufpreises, ne? Weil die kaufen wir. Sind natürlich sauteuer. So, mehr habe ich nicht. Noch mehr Ärger. Jetzt ist mein Gold alle. Das ist eine schlimme Sache. Davon ja, da hast du völlig recht. Piranha Bytes
wird da, ich denke mal, da wird, das wird, also ich habe letztens was mitbekommen irgendwie, das gab es wohl ein Gespräch, das Hand of Blood hat wohl Piranha Bytes kontaktiert. Jetzt habe ich gelesen, Hand of Blood hat ja selbst schon ein Unternehmen gegründet, was auch irgendwie schon Spiele herstellt. Ich weiß aber nicht, welche Art. Oh, Turmschlüssel. Von Spiel. Es könnte also sein, dass es da eine mögliche Zusammenarbeit gibt. Aber das wären jetzt alles höchstens Gerüchte und Ideen und vielleicht auch Wünsche, die man da äußern könnte. Ich glaube da nicht dran. Ich denke, am Ende wird es so sein. Ehrlich, ich hab's selbst erlebt. Vielleicht haben die einfach nichts mehr, ne? Dann. Das ist ja interessant. Es ist ja nicht das erste Spielstudio, was am Ende pleite geht, ne, oder pleite gehen würde. Augen gesehen hätte. Wer sagt denn sowas? Nicht die Daedalic, die hat, was hat die für ein Spiel programmiert? Wie hieß es? Wie hieß es? Kluges Kerlchen. Wie hieß es gleich, was Daedalic programmiert hat? Edna bricht aus zum Beispiel, war glaube ich von denen. Die gibt es ja auch nicht mehr. Ist auch schade, ne? Leider ist das manchmal so mit Entwicklerstudios. Ein paar Dietriche wären hilfreich. Ah, okay. Hier ist niemand. Links, links, rechts, links, links, rechts, links. Dann Fisch und zweimal Schwefel. Mehr ist ja nicht, ne? Mein Mann sieht das anders. Hä? Risen hat er nicht gespielt, das würde ich mir nach Gothic 3 vornehmen. Und jetzt ist es so, wir haben ja nun Gothic 2 gerade am Start. Dann kommt ja als nächstes, würde ich eigentlich gerne die Arculos-Mod spielen. Und nach der Arculos-Mod würde ich eigentlich gerne dann Gothic 1 Othello vielleicht. Aber Gothic 1 Othello bräuchte man vielleicht nicht unbedingt. Die Arculos-Mod auf jeden Fall. Und dann Gothic 3, da habe ich mir ein Paket von Pietsmeet rausgesucht, wo so verschiedene Mods zusammengestellt sind, die das dann wahrscheinlich alles ein bisschen cooler machen. Nicht wahr sein. Für Innos! Ja, und dann war es das schon bald. Da habe ich schon bald keine Ideen mehr. Die Elite-Kämpfer der Orks greifen das Land an. Unsinn! Meine Leute haben mir bisher von keinem massiveren Übergriff der Orks berichtet. Vielleicht haben sich einige ihrer Späher in den näher gelegenen Wäldern verirrt. Das waren keine Späher. Ich habe einem von ihnen diesen Ring hier abgenommen. Zeig her. Das ist allerdings sehr beunruhigend. Okay. Das ist das Zeichen ihrer Stärke. Die Orks haben also ihre Palisaden verlassen und kämpfen nun auf offenem Feld. Ich habe erst relativ wenige gesehen. Hauptsächlich ihre Heerführer und nur einige Krieger. So. Dann hacken sie etwas anderes aus. Das passt nicht zu den Orks, dass die Anführer alleine ihre Schutzpalisaden verlassen. Es wäre aber eine gute Gelegenheit, ihnen einen empfindlichen Schlag zu versetzen. Wenn sie ihre Führer verlieren, wird auch ihre Kampfmoral sinken. Du hast einen neuen Auftrag, Ritter. Geh und töte die Anführer, die du hier in der Gegend finden kannst. Bringe mir ihre Ringe. Das wird die Orks auf eine harte Probe stellen. Na, dann wollen wir mal gucken, wie viele Ringe wir denen bringen können. Die Drachen sind tot. Ich wusste, dass Innos dir die Kraft geben würde, die Drachen zu besiegen. Wo ist das Erz? Die Orks belagern immer noch die Burg im Minental. Bis die Belagerung nicht beendet ist, hat Garond keine Chance, die Burg zu verlassen. Verdammt nochmal! Wenn Garond nicht fähig ist, der Lage Herr zu werden, muss ich mich eben selbst darum kümmern. Die paar Orks halten mich nicht auf. Mich nicht! Ich habe meinen Männern bereits Bescheid gegeben. Wir bereiten uns auf den Abmarsch vor. Wir werden alle gehen. Ich lasse nur eine minimale Wache am Schiff zurück. Das sollte dann wohl reichen, um den Orks endgültig den Gar auszumachen. Was? Jetzt geht Lord Hagen ins Minental? Warte mal. Wir waren doch nicht fertig, Lord Hagen. Wir waren doch nicht fertig. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Lord Hagen! Renn doch nicht weg. Wir waren doch nicht fertig. Rennt der jetzt ins Minental? Hier, guck mal hier. Jetzt gehen die... Albrecht, warte mal. Warte mal. Ich habe noch etwas über die Heerführer der Orks zu berichten. Dann lass mal hören. Ich kann dir einen weiteren Orkring geben. Ich bin stolz auf dich. Weiter so. Es dürften noch einige von ihnen da draußen sein.
Hier, ich gebe dir etwas Gold für deine Ausrüstung. Aber warte mal, Albrecht, kann ich noch Taschendiebstahl machen? Wo ist der jetzt hin? Albrecht! Albrecht! Wo ist der hin? Wo ist der hin? Da laufen sie, ne? Das sind sie doch hier. Albrecht! Er sollte wieder den Mund halten. Warte mal. Bin ich würdig, eine Rune zu empfangen? Für welchen Weg entscheidest du dich? Den Weg der Heilung oder den Weg des Kampfes? Den Weg des Kampfes? Ich wähle den Weg des Kampfes. Ach so. Ah, heiliger Pfeil für 5 Lernpunkte. Okay. So, sag mal, jetzt kannst du gehen. Tschüssi. Jetzt ist das auch noch regnerisch. Ist ja nervig. Ich hatte meine Tür offen gelassen. Das war bestimmt ich nicht. So, naja, gut, okay. Jetzt schauen wir mal ganz kurz ins Logbuch rein. Ich konnte Hang bringen. Okay, so richtig, so weiß gehen. Okay, ich sollte ihn alle bringen, die ich auftreiben kann. Und jetzt ist es ja so, dass sie gesagt haben, irgendwo Richtung Lobartshof finde ich was. So, guck mal auf die Karte. Richtung Lobartshof. War das, zu welchem war denn das raus? Wo muss ich denn rausgehen? Wo ist denn Lobartshof? Ich weiß aber nicht, ist das Lobartshof? Oder hier oben ist ja irgendwo Onarshof, ne? Dann muss es ja das hier unten sein. Dann gehen wir hier direkt raus. Anders wird's nix. Das höre ich zum ersten Mal. Geht's jetzt wieder oder was ist hier? Warum geht denn das nicht? Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Fehlercode 403. Es ist zum Kotzen. Es funktioniert wieder nicht. Okay, wir gehen hier unten raus. Durchs Haupttor. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Jetzt können wir ja mal gucken, Leute. Ich müsste ja im Nahkampf besser geworden sein. Ich müsste im Fernkampf richtig gut dabei sein. Ich habe richtig Geld gelassen gerade. Aber wir schauen mal. Für den König. Für den König. Jetzt schauen wir mal, was es hier so gibt. Eine Pflanze zum Beispiel gibt es hier. Ah ne, eine mittlere Ork-Axt. Okay. Immer mal auf den Knopf drücken, damit ich das auch sehe. Jetzt habe ich natürlich mit so einem Pisswetter. Natürlich genau, das ist sehr ungünstig. So, aber hier oben ist nicht Lobartshof, ne? Was ist denn das? Wessen Hof ist denn das? Okay, pass mal auf, Leute. Da sind Orks am Start. Danke für die Likes. Diese Orks werden jetzt erstmal von mir den Bogen der Gerechtigkeit spüren. So nämlich, meine Damen und Herren. Du willst auch noch den Bogen der Gerechtigkeit? Also mit den Blocken, Leute, das kriege ich nie hin. Also mit den Blocken werde ich nie hinkriegen, wahrscheinlich. Die Gegner aber offenbar schon. Das ist so ärgerlich. Da stelle ich mich einfach zu glatt an. Aber hier, ach guck mal, da oben sind noch mehr. Ach, guck mal einer an. Na, jetzt könnte ich mir erstmal. So, ich habe noch eine Goblinbeere, ne? Ne, ein Grundstück habe ich. So. Okay, Leute, also, Bogen geht. Bogen macht gut Schaden. Jetzt gönnen wir. Oh, da oben ist der orkische Kriegsherr. Ein Ork-Krieger. Ich muss unbedingt nochmal. Jetzt kommen die zu dritt. So, da haben wir ein Stück laufen müssen jetzt. Oh. Bin ich aber erschrocken. Danke für das Follow. Jetzt habe ich hier die Schatten gesehen und dachte, oh, was ist denn jetzt los? Du stirbst jetzt. Bin ich wieder. Ja, den Direkt-3D-Mod habe ich aktiv tatsächlich. Der Direkt-3D-Mod ist dabei. Daher kamen auch gerade die schönen Schatten.
war ich gerade selber ein bisschen erschrocken, dass ich über die Schatten gestolpert bin. Und ja, also der direkt 3D-Mod ist da dabei. Und ansonsten ist es, glaube ich, gar nicht so dolle viel. Wenn ich besser treffen würde, ne? Wenn er besser zielen könnte, wäre es überhaupt kein Problem. Es scheitert wirklich am massiv daran, dass er nicht zielen kann. Schaden machen wir jetzt ganz gut, denke ich. Mittlerweile. Wo sind wir hier? Ist das hier Lobards Hof? Wessen Hof ist das hier? Wer wohnt denn hier? Wem sein Bauernhof ist denn der? Lobard. Na bitte. Erstmal beklauen wir Lobard. Ja, damit. Zack, so. Ich habe die Orks von deinem Land beseitigt. Da soll noch mal einer sagen, dass die Paladine nichts für uns kleine Bauern tun. Innos sei gedankt. Ich kann dir nicht viel geben. Aber ich hoffe, du erkennst meine Geste der Dankbarkeit an. Ich habe schon genommen, was er hatte. Gib Acht auf deinen Hof. Ich werde es versuchen. Also, warte mal. Ich kann den Namen nicht lesen, aber ja, auch ich habe das als Kind gespielt. Ich habe das damals so gespielt, als ich so 14, 15 war. Da lief noch hinter mir Vivasion hier mit Stefan Raab. Habe ich schon ein paar Mal erzählt, warte die Geschichte. Mal. Das war damals so. Die Erfahrung, die ich hier sammle durchs Klauen, ne, die ist auch richtig viel wert, finde ich. Hey, einfach du. Jeden, der hier rumsteht, einfach beklauen zu können. Das ist einfach genial, ne? Wie viel Gold haben wir jetzt? 668. Also so richtig, noch bin ich nicht steinreich, aber ich habe schon gut was mitgenommen. War nicht irgendwie bei Lobards Hof in irgendeiner Kiste auch was drin, was ich brauchte? Nee, ne? Aber guck mal, das haben wir bei Lobards Hof auf jeden Fall ein bisschen was mitgenommen. Noch ein Lederbeutel stand hier gerade rum. Ich gucke mal, dass ich auch vielleicht noch irgendwelche Pflanzen oder so... Da drücke ich einfach mal auf mein Spezialfernglas. Aber hier gibt's nichts. Nö, hier ist tatsächlich nichts mehr zum Sammeln. Wir haben die Orks alle weggemacht. Das ist schon mal gut. Malet. Hey, du. Ja, moin. Guck mal hier. Hast du da hinten das schon mal gesehen? Da hinten, da fliegt ein toter Maulwurf. Hast du gesehen? Reg dich nicht so auf. 10 Gold, Leute. Hau schon ab. 10 Gold. Ich bin fast tot, aber ist nicht so schlimm. Ich brauche für Orks jetzt noch 3 Pfeile. Das ist schon wirklich gut. Wir haben richtig gute Bögen angelegt. Einen richtig guten Bogen. Guck mal, wo geht's denn hier lang? Ach, da geht's ans Meer runter, ne? War nicht da unten irgendwie so ein Goblin-Lager war doch das. Und jetzt ist es ein Ork-Lager. Und das haben wir aber auch schon. Wenn du mich fragst, müsste hier schon alles weggemacht sein. Aber man weiß ja nie. Ahorn? Nö. Bäume brauche ich auch keine mehr fällen, ne? Später kann ich noch die Waffen verbessern und so. Da bin ich gespannt. So, da hinten war dieses komische Goblin-Ding. Das haben wir auch schon hingekriegt. Da waren wir auch schon oben. Wo geht's denn jetzt als nächstes hin, meine Damen und Herren? Soll ich jetzt wieder ins Minental? Ihr wisst, was wir jetzt machen. Wir könnten jetzt versuchen... uns im Kloster unten durch den Klosterkeller zu prügeln, um an die nächste Rüstung zu kommen. Das würde bedeuten, ich müsste als nächstes meine Teleportrune ins Kloster anwenden. Aber warte mal, komm, wir nehmen jetzt hier mal, ich bete mal. Ich mache vorher einen Speicherpunkt. Und dann spende ich mal ein bisschen Gold, damit wir vielleicht noch mal ein Geschick oder so kriegen. Ja, 1 Geschick haben wir gekriegt. Naja. Nehmen wir mit. Geld soll jetzt erstmal nicht das größte Problem sein. So, aber das würde bedeuten, ich muss auf jeden Fall das Buch von Xardas noch aus dem Keller des Klosters besorgen. Es ist jetzt wieder dunkel gerade, ne? Ich renne immer im Dunkeln draußen rum. Ich verstehe es gar nicht. Es ist 19.40 Uhr. Es ist Sommer. Warum muss denn da jetzt schon... alles dunkel sein.
Was ist denn da los? Hier liegt ein Gold rum. Guck mal. Das war versteckt. Was ist denn da oben los? Brauche ich kurz eine Heilung? Habe ich rohes Fleisch? Habe ich nicht, ne? Ich brauche unbedingt Fleisch, weil Fleisch ist das einzig Sinnvolle, ne? Gebratenes Fleisch, richtig gut. Ist das noch Kuragons Platz da oben oder ist da irgendwie ein Warg? Oder ist da, da ist doch irgendwas. Das sind Goblins. Und Waage. Und Ohrkrieger. Ach. Orgischer Kriegsherr. Ich muss versuchen, die Waage wegzuschießen. Weil, wenn ich jetzt den zuerst locke... Naja, pass mal auf, so machen wir das nicht. Ich werde nicht 20 Schüsse verballern, nur wegen des Kriegsherrn, den ich nicht treffe. Die Waage sind schwierig. Das wird jetzt ein... Das wird jetzt speziell, pass mal auf. Wie gehen wir da an die Sache ran? Könnten von hier hinten... Okay, jetzt kommt schon mal. Irgendwas kommt schon mal. Was kommt da? Da kommen die Orks. Die haben die Waage in Ruhe gelassen. Da haben auf jeden Fall der Kriegsherr schon mal drei Pfeile gefangen. Alter, schrei mir nicht so ins Ohr, du Affenkopf. Ich habe mich ein bisschen verlaufen gerade. Ich wollte nämlich eigentlich in die andere Richtung, da lang. Ja, na dran musst du der jetzt treffen. Du Bock. Natürlich. Klar, logisch, kommt die von hier unten jetzt. Das war schlecht. Das war ziemlich schlecht, aber es hat funktioniert, hat es. Wir haben weitere Ringe der orkischen Kriegsherren, aber die Orks, die Waage, machen mich gleich platt. Zähne? Weidenbeeren stellen 5 Lebenspunkte her. Leute, das macht keinen Sinn mehr, das noch zu essen, oder? Das ist so schwach. Bringt gar nichts. Aber das Problem ist, dass ich brauche Fleisch. Kriege ich von den Wagen Fleisch? Kriege ich Fleisch von den Wagen, wenn ich die jetzt gleich wegschieße? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Die werden doch jetzt nicht viele Pfeile kosten. So, die Waage sind nicht mehr das Problem. Nee, noch einmal rohes Fleisch war drin. Genau, Zähne, rohes Fleisch. Sehr nice. Gibt's hier was zu holen noch? Ich guck mal auf die Karte. Nö. Gibt nichts. Weiter in die Richtung. Ja, aber wahrscheinlich lohnt sich das nicht. Hier irgendwo. Ich kann immer auf die Karte gucken, meine Damen und Herren. Auf der Map sehe ich das auch. Vor mir, links unten. Guck mal, es ist vor mir hier links. Da ist irgendwie doch da oben wahrscheinlich. Gibt es Sachen einzusammeln. Da ist ein... Ach, da ist ja Xardas ein Turm. Der Turm des Xardas. Und haben wir da hinten irgendwelche Viecher? Da ist Lester. Warum steht denn Lester vor Xardas Turm? Was macht der denn hier? Hey. Wo ist Xardas? Er ist fort und hat in seinem Turm diese Dämonenwesen zurückgelassen. Ich glaube, er will nicht, dass jemand während seiner Abwesenheit in seinem Turm herumschnüffelt. Oh nee. Wo ist er hin? Das hat er nicht gesagt. Er bat mich nur darum, dir diesen Brief von ihm zu geben. Ich habe ihn gelesen. Tut mir leid. Ich war neugierig. Und? Keine Ahnung. Ich habe kein Wort verstanden, Mann. Aber eines steht für mich fest. So bald werden wir ihn nicht wiedersehen. Ich glaube, es ist ihm hier einfach zu brenzlig geworden. Und da hat er sich einfach aus dem Staub gemacht. Nein, Xardas doch nicht. Du siehst nicht gerade fit aus. Diese Kopfschmerzen wollen einfach nicht aufhören. Da braut sich was zusammen. Ich denke, ich werde mich jetzt erstmal ausruhen.
Naja, wir nehmen die Brieftasche ab. 20 Gold. Mhm. Aber Lester geht da... Ach, aber da weiter, man hat erst ein Ork. Und den schießt man natürlich kaputt. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Ein Mistvieh weniger. So, jetzt haben wir natürlich Lester abgeschossen, aber ich hoffe, der merkt das nicht. Brutale Ork-Axt, weitere Ring. So, jetzt sind wir hier in Xardas Turm. Und da ist alles voll Dämonen. Aber ich habe die richtige Ausrüstung. Theoretisch schaffe ich die. Die Frage ist, was will ich da rein? Brauche ich hier irgendwas? Das ist eine gute Frage, ne? Aber mir kommt das bekannt vor, daran erinnere ich mich. Das war schon vor vielen Jahren so. Ich bräuchte auf jeden Fall von den Dämonen die Zauberrolle, um sie zu rufen. Die bräuchte ich. Da ist noch einer, ne? In seinem alten Turm hat er die ja auch schon zurückgelassen. Ein Knecht, du sollst den Mund nicht so voll nehmen. Das war eine Teilung. Vielen Dank für die Teilung des Livestreams. Aber wir sind jetzt schon am Ende, meine Damen und Herren. Ich höre gleich schon auf. Wir werden uns beim nächsten Mal hier durchkämpfen. Hier ist ja alles voll. Danke für das Teilen. Und danke, GG. Ja genau, das ist die Teilung, richtig. Ich weiß aber gar nicht, warum der beides gleichzeitig macht. Das weiß ich, verstehe ich gar nicht. So, hier, wo geht's denn hier hin hoch? Hier ist ein Bett, in dem wir normal schlafen können wahrscheinlich. Dann machen wir das mal. Dann kann man nämlich bis zum nächsten Tag, können wir uns einfach ein bisschen... Richtig. Da ist es 3.30 Uhr. Es ist noch dunkel draußen, es macht aber nichts. So, meine Damen und Herren, ich gehe jetzt für heute nämlich offline. Ich wünsche euch einen schönen restlichen Samstag. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag und genießt die Zeit. Das war's für heute. Wieder eine halbe Stunde meines Lebens, die ich nicht zurückbekomme.